Liebe Angehörige der FAU, meine sehr verehrten Damen und Herren, seit dem letzten Wochenende ist unser Innovationsstandort Erlangen-Nürnberg um eine weitere Attraktion reicher. Beim ersten TEDx Nürnberg-Event am vergangenen Samstag haben 7 Sprecherinnen und Sprecher mit spannenden Kurzvorträgen aus ihren Fach- und Forschungsgebieten die Zuschauerinnen und Zuschauer unterhalten. Es ging darum, Ideen zu präsentieren, die es uns erlauben, unsere Zukunft zu gestalten. Ich selbst durfte ebenfalls mit einem Vortrag dabei sein. Das hat mich sehr gefreut, denn es gab über 60 Bewerbungen und unsere Studierenden, die das Ganze organisiert haben, haben dann 7 Vortragende ausgewählt. Ich habe über Karriereplanung gesprochen und die Tatsache, dass es für unser Leben keine Generalprobe gibt, sondern man zu jedem Zeitpunkt die richtige Entscheidung treffen muss. Der Link zum Mitschnitt der Veranstaltung wird in Kürze verfügbar sein. Wir ergänzen ihn dann hier unten unter der Beschreibung, beziehungsweise werden das über die sozialen Medien entsprechend verteilen. Ich hoffe, TEDx Nürnberg wird sich auch dauerhaft etablieren und auch weiterhin vielen FAU-Sprecherinnen und Sprechern die Gelegenheit geben, die Menschen mit ihrer Forschung zu begeistern. Und an dieser Stelle will ich mich nochmals ausdrücklich bei unseren Studierenden bedanken, die dieses Format in die Metropolregion geholt haben, die das wunderbar vorbereitet haben und die vor allem auch dafür gesorgt haben, dass ich seit langem mal wieder richtig nervös wurde vor einem Vortrag. Der Druck war ziemlich groß. Ja, begeistern wollen wir als FAU auch unsere Studierenden und das funktioniert natürlich am besten, wenn wir im kommenden Semester wieder so viel Präsenz auf dem Campus haben werden wie möglich und natürlich auch vertretbar. Dafür muss der Mindestabstand von 1,5 Meter fallen. Der Ministerrat hat am Dienstag im Kabinett die Weichen dafür gestellt, allerdings zunächst nur für eine Inzidenz bis maximal 100. Wichtig wird deshalb sein, wie hoch bis zum Herbst die Impfquote unter unseren Studierenden ist. Und um das für unsere Planungen in Erfahrung zu bringen, haben wir eine Umfrage unter unseren Studis gestartet. Alle Angaben sind natürlich freiwillig und selbstverständlich anonym. Bitte, liebe Studierende, nehmen Sie an der Umfrage teil. Der Link zur Umfrage auf StudOn ist Ihnen schon per E-Mail zugegangen. Sie finden ihn aber auch nochmal hier unten in der Beschreibung zu diesem Podcast. Zum Schluss noch ein Gedanke, den ich bei unserem FAU-Dialog am vergangenen Montag auch angesprochen habe. Im Rahmen unserer Strategie spielt die europäische Sichtbarkeit unserer FAU eine deutlich größere Rolle als bisher. Wir wollen uns europäisch besser aufstellen. Wir wollen uns auch im europäischen Ausland klar mit unseren Stärken positionieren. Eine ideale Plattform ist dafür die European Engineering Learning Innovation and Science Alliance, kurz ELISA. ELISA ist eine Allianz von verschiedenen europäischen Universitäten mit einem gemeinsamen Ziel. Wir bilden eine neue Generation von europäischen Ingenieurinnen und Ingenieuren aus, die smarte Technologie mit Nachhaltigkeit verknüpfen und so die globalen Herausforderungen in neuer Weise angehen. Dieses neue Verständnis eines europäischen Ingenieurwesens ist die Basis für gemeinsame Forschungsprojekte, vor allem aber auch für Austausch in Forschung und Lehre. Unsere Partnerinnen und Partner sind renommierte Universitäten wie die Uni Pisa, die PSL in Paris oder die Polytechnica in Madrid. Mein Anliegen, lassen Sie uns diesen Gedanken der europäischen Universität immer mehr lieben. Jede Professorin, jeder Professor der FAU ist auch eine Professorin oder ein Professor der Europäischen Universitätsallianz. Ich gebe mit jeder Ernennungsurkunde mittlerweile auch eine Urkunde zur Aufnahme in ELISA aus. Unsere Studierenden und unsere Lehrenden können von diesem Netzwerk gleichermaßen profitieren. Vielleicht führt sie ja zufällig ihr Sommerurlaub in diesem Jahr in eine der Städte, in denen eine ELISA-Partnerschaftsuniversität ihren Sitz hat. Dann können Sie sich gleich vor Ort ein Bild machen, wie uns diese Allianz in der Zukunft bereichert. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine gute Zeit im August. Finden Sie, wenn möglich, ein bisschen Erholung und bleiben Sie Ihrer FAU gewogen. Aber vor allem bleiben Sie gesund.